Was geht ab, Leute? Back in der neuen Folge Silent Hill 2 Remastered. Ja, beim letzten Mal sind wir hier bei dem Motel angekommen. Wir sollen in Zimmer 107 war es, glaube ich, nehmen. Das müsste hier oben sein, glaube ich. Gucken wir mal. Der ist aber zu, der Raum. Und das ist hier die 108, jo. Da komme ich aber auch nicht rein. Es sei denn. Geh mal weg. Oh, Klamotten, umziehen, Schätzchen. Jetzt. Ach so, du kletterst nicht durchs Fenster. Natürlich. Die Dame muss ja auch nicht klettern. Kein Problem. Wir machen einfach die scheiß Tür auf. Komm rein. Und leg aufs Bett. Ich brauche deine Nähe nicht. Oh, schon kaputt. Tja. Weiß nicht, wo der Besitzer bleibt. So nämlich. Damit wir auch ein schönes Bild haben natürlich, ne? Gut, die Scheibe muss natürlich repariert werden. Wird sonst vielleicht ein bisschen kühl hier drin, ne? Wer weiß, wie der Wind hier ist. Weiß ich jetzt natürlich nicht. Wir machen erstmal die Wand kaputt. Wir müssen erstmal ein bisschen renovieren hier, ne? Ist das scheiße. Hallo? Jemand zu Hause? Hier ist Johnny! Nochmal Medizin, die nehme ich natürlich direkt mit. Irgendwer hat, ich glaube, der hat sich hier verbarrikadiert, oder? Aus Prinzip. 1, 3, 8, 0. Eins weniger, eins mehr, drei weniger, eins mehr. Was? Ich glaube, ich verstehe es. Wir müssen mal gucken. Munition. Das war's hier. Achso, die Tür wollte ich gerade aufmachen, aber das geht ja gar nicht. Das war's hier. Okay, wir haben nur die Safe-Kombination gefunden, aber ist okay. Hey, you think I'd look good in this one? Ja, klar. Sure. Not quite the ringing endorsement, but hey, I'll take it. Wow. Ich meine, ey, komm, das. Probier's doch mal an, während wir unten. Wir haben was zu erledigen unten, ja? Bis gleich. Es sieht hier aber auch so abgesifft aus, ey. Wow. Also, ich würde da grundsätzlich schon nicht gern pennen wollen. In dieser Katastrophe, in der wir uns befinden, vielleicht noch weniger. Mal gucken. Vielleicht pennen wir auch gar nicht hier, sondern knacken wir nur einen Safe. Beziehungsweise wir suchen ja eigentlich noch unsere Frau, muss man sagen, ne? Achso, kann ich die nebenbei auswählen? Nein. Moment. Notizen, da. So, eins. Eins weniger. Dann, ich würde sagen, null. Ne? Aber welche Richtung? Ist egal oder was? Null? 4, 5, 1. 0, 4, 5, 1, hätte ich gesagt. Ach so, ist ja gar nicht mit Richtung. 0, 4, 5, 1. Easy. Was ist das? Digga. Alles in Ordnung? Ich hasse die Viecher, aber der war zum Glück One-Shot, ey. You think you just saved my life back there? Kein Problem. Yeah. So am I. Ich auch. Erstmal zurücklaufen. Da kam das Mistvieh raus. Okay, hier ist alles safe. Haben wir nochmal ein bisschen Medi. Geh mal weg. Das war's hier aber, ne? Na gut. Wir haben jetzt einen Schlüssel mit Cowboy. Shit. Tor.
Jetzt rechts durchlaufen. Ah, für das Tor hier hinten. Okay. Alles klar. Yay. Yay. Where to now? Happiness. Just down this way. Da lang. Das heißt, wir gehen erstmal geradeaus. Oder meint sie geradeaus? Da liegen Munition. Schönes Haus an sich. Bisschen nah am Zaun, würde ich sagen, aber gut, das ist jetzt nicht so important. Wo ist das? Irgendwelche Spuren anscheinend. Okay, keine Ahnung. Rein geht's nicht. Villa Baldwin. Oder Baldwin. Okay. Ich glaube, wir sind hier nur wegen der Munition, oder? Aber warte mal, ging es hier nicht weiter? Oder wieso sind wir jetzt hier extra mit diesem Schlüssel da durch? Oh, hier war ein Loch, okay. Deswegen. Verstehe. Ah, aber hier liegt nochmal Munition. Gut, dass ich geguckt habe. Munition nehme ich gern mit. Insbesondere Munition nehme ich gern mit. Oh, warte mal. Der noch was in deinem Truck? Nee. Okay, wir gehen weiter. Ja, Jack's Inn haben wir geplündert. Auf zum nächsten Ort. Gucken, wo die Olle uns hinführen will. So, entweder wir sind links oder geradeaus. Ich meine, links dürfte es nicht weitergehen. Das heißt, wir gehen erstmal links. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Ist auch wieder ein Loch. An die Leute, die müssten mal ihre Straßen fixen. Was ist denn hier los? Überall so riesen Löcher hier in der Straße. Das geht aber nicht. Das bin ich nett. So, James. Ja. 3 years. That's a long time. What will you tell her if, when you find her? That I love her. Oh, then lucky her. What's that supposed to mean? Nothing. Ja, ich weiß schon was. Like I said, 3 years is a long time. Ich verstehe das schon. Dass Maria vielleicht auch was von uns will. Wer weiß das schon, ne? Es wirkt auf jeden Fall so. So. Wo sollen wir denn überhaupt hin? Wir können uns jetzt jede Veranda angucken und gucken, ob da noch Muni oder so liegt, aber im Endeffekt schwierig, ne? Ding ist alles, es gibt ein Achievement, wo du alle Sammelobjekte in einem Run machen musst. Und das New Game Plus zählt da nicht zu anscheinend. Das Problem dabei ist halt, ich weiß natürlich nicht, wo alles liegt. Und sich da überall umzugucken ist ja auch schwierig, da kannst du trotzdem was übersehen, wisst ihr, was ich meine? Aber Muni kriegen wir sehr viel, das macht mir ein bisschen Angst. Deswegen jetzt hier überall hinzulaufen, auf die Verandas zu gucken, ja. Könnte sich lohnen, muss aber nicht, wisst ihr, was ich meine? Ist halt dann wieder die Frage, ne, ob es sich lohnt oder nicht. Ab und zu ein paar Kugeln ist gut. Ansonsten, naja. Hier hören wir irgendwas. Oh, läuft noch. Okay. Das heißt, es kann noch nicht allzu lange verlassen sein. Oder es wurde zumindest vor kurzem noch gestartet. Sonst wäre der Benzin ja auch irgendwann leer. Oder Treibstoff oder was auch immer. Oh, wir haben eine Szene. Mit einem umgestürzten Baum. Strange. This should not be here. Ach, was du nicht sagst. It is. So, what now? Now we look for another way. Klar. Folgt uns sowas. Da, wo ich eben schon hin wollte. Schön. Oh oh.
James. Turn around. Turn around. Das ist eine tolle Kombi. Das war aber jetzt nicht meine Waffe, oder? Oder doch? Ich krieg jetzt das. Ich krieg jetzt das Rohr hier als Waffe. Na gut. Nimm mal mit die Muni! Hier, das Ding haut ab für uns. Digga. Die wollen Stress. Wir haben mehrere Wege. Weiß nicht, ob alle nach oben finden, wenn sie sehen. Hohoho. Ich glaube, es ist tot. Hier kommen wir nicht durch, ne? Ne. Hier kommen wir vielleicht rein. Ja, sollten wir auch vielleicht reingehen. Hier geht's aber weiter. Was ist auf der anderen Seite? Ich guck mal kurz hier in die Garage. Du Drecksvieh. Ah, eklige Drecksviecher hier. Nehme ich. Wir gehen erst bei einem anderen Weg gucken. Vielleicht ist da ja zu. Ich möchte hier nichts verpassen. Glaube ich tot. Das ist gut für mich. Heilige Scheiße. Warum lieg? Geil, 75 Nahkampfkills. Let's go! Erstmal halbwegs um. Ich sie. Mann, du Depp. Holy shit, Bro. Was war das? Nichts? Kippen, okay. Okay, hier wären wir sonst rausgekommen, ne? Jo. Oh, hier haben wir wieder zwei Wege. Nicht mit dem Rohr, nein! Ja, man muss eine gewisse Anzahl Leute auch mit
Pitten töten und das ist halt. Ah, das zieht sich halt, ne? Da geht's jetzt theoretisch raus. Hier sieht's aus, ob es weitergeht. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu open hier alles. Wo wir hier noch Muni finden können. Oder halt auch verballern können, ne? Ist schon klar. Oh, hier geht's echt durch. Geh weg! Hab ich glaube ich wieder mit dem Rohr gekillt, ne? Verdammt. Mann, das mit dem dritten Killen ist schon schwierig, muss ich sagen. Aua. Das war wieder der letzte mit dem Rohr, ne? Verdammte Kacke, ey, das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn diese Trittkills am besten machen, ey? Und davon brauchst du auch nicht wenig, wenn ich ehrlich bin. Und hier kamen wir raus, ne? Gut. Dann müssten wir eigentlich alles mitgenommen haben bis hierhin. Hoffe ich mal. Ich werde zu sagen, bei dem ganzen Nebel, siehst du, da ist noch Munition, ey. Ich fast übersehen den Shit. Und hier geht's nicht weiter, oder? Ne, sieht nicht so aus. Also wir müssen eh hier rüber. Jetzt hier ein bisschen umgucken. Over where? Mach doch bitte nicht mit dem Rohr immer den letzten! Oh Mann! Fünf Schuss bei einem Gegner ist schon viel. Das war keine gute Leistung. Wir müssen da rüber. Deswegen gehe ich erstmal hier lang. Ja, da ist sie auch schon. Tut mir leid für sie, dass sie mal ein bisschen warten muss, aber ich möchte natürlich auch gucken, dass wir nichts übersehen. So, hier ist nichts mehr, ne? Oder? Ich gehe jetzt hier durch. Ich habe eine WhatsApp-Nachricht. Guck ich mir gleich an. Okay, wo gehen wir hin? Wo müssen wir hin? Wir haben es zumindest aus diesen Gärten geschafft. Und sind jetzt unten bei der Haven's Night. Ich muss gerade mal gucken, aber... Hä? Da hinten sind die Apartments. Ach so, die Stadt geht dann einfach jetzt hier in die Richtung quasi weiter. Also, da drüben waren wir ja schon bei den Blue Creeks Apartments. Und wir sind jetzt einfach da durch. Ich dachte, das wäre jetzt einfach da drüber, die Straße. Aber das ist eine komplett andere Gegend jetzt hier nochmal. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Oben habe ich, glaube ich, gerade geguckt gehabt, ne? So, ich dachte, die Stadt wäre... Also ich dachte, das wäre so eine kleine Stadt, weißt du? Aber anscheinend ist sie doch ein bisschen größer.
Tja. Wieso ist da ein Schmetterling drauf? Wie auf ihrer Brust? Weil sie den Schlüssel hat. Weiß nicht, ob ich ihr trusten soll, oder? Bisschen strange. Sie ist sowieso eine Person, könnte man trauen. Muss man nicht unbedingt. Sollte man nicht unbedingt. Man sollte grundsätzlich niemanden trauen. Was ist das? Ist eine Zapfanlage oder sowas? Mit ein paar Double Cups. Und das war's. Mhm. Das ist anscheinend irgendein Hintereingang zu einer Küche oder sowas. Vielleicht war hier mal ein Restaurant oder ein Hotel oder sowas. Vielleicht auch ein Krankenhaus. Irgendwas Größeres auf jeden Fall. Vielleicht auch ein Diner. Gibt's in Amerika, glaube ich, öfters, ne? Gar nicht. Wo ist sie denn jetzt lang? Das sieht aber auch eher so theatermäßig aus. Ready to kill it. Oh, oder so ein, naja. So eine Table Dance Bar. Warte. Hier. Mal schön der Zoom. Bereits zum Durchstarten. Das ist Picture Nummer 12. Mhm. Die Munition haben die auch. Jetzt hier durch. Nein. Maria? Hello? Ja, wo ist sie hin? Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn einfach Licht kurz an- und ausgeht. Ich suche erstmal die Spinne. Nach Munition. War mittlerweile ganz gut, Muni, ne? 33 Schuss. Kann man mit arbeiten. Sind so alte Spielautomaten. Hier könnte noch Medizin sein, jawohl. Mittlerweile 7 Gesundheitstränke und 3 Injektionen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn man Kinder vielleicht drüber sein könnte. Hätte sich drauf geachtet. So, wir sind in einer Striptease-Bar. Schön. Da komme ich nicht durch. Hat sie da vielleicht mal gearbeitet? Die Maria? Das kann ja gut sein. Ich meine, verurteilt sowieso nicht, ne? Ist halt ein Job. Ja, ich weiß nicht, ob ich da unbedingt alles anfassen würde, Bro. Maria? Was geht denn jetzt? Okay, sie gibt uns anscheinend eine Show, eine kleine. What? Come on, don't give me that look. I was just kidding. What is this? Is this the special place you met? Don't be silly. Just have to go through and out the front. Ach so, ich dachte schon, das wäre jetzt wirklich der Ort hier. Hätte ja sein können, wer weiß. Now that we're here. Can't we stay? Just for a little while. Catch our breath before we head back out there. I don't have time to take a break. Mary could be out there, waiting for me. I know. It's just... this place, this whole thing, it's like a nightmare. I just wanted to get away from it, even for a second. I'm sorry. Schon okay, schon okay. No, it's fine. Sorry, I didn't mean to. I guess this place is getting to me, too. Hmm.
I crazy? Ja, offensichtlich. Thinking she could be here. Crazy is one word for it, I guess. I can think of another. What's that? Hopeful. Well, that's a nicer way of putting it. Here. What are you doing? Something to take the edge off. No? You sure? Fine. Be that way. Here's to... Auf. To hope undying. Klar. We should probably get going. Fine. Ready when you are. Ganz cool, dass er keine perfekten Zähne hat, sondern... Naja, dass sie auch ein bisschen eckig und kantig sind, ne? Ich meine, wer hat denn schon perfekte Zähne? Es sei denn, du hast sie wirklich machen lassen. Verloren und gefunden. Ey, ich würde das alles mitnehmen, Bro. Eine geile, fetzige Sonnenbrille, einen Ring, ein Portemonnaie und ein Foto. Meins. So, wir gehen jetzt hier in die Show. Let's go, wir tanzen. I'd pay to see that. Ich würde gerne, aber ich darf leider nicht. Ich find's lustig, wenn man das machen könnte. Wäre interessant auf jeden Fall, oder? Sind wir mal ehrlich? Heaven's Night heißt der Club anscheinend, okay. Ja, gut. Ich kann dir leider kein Dance geben, Leute. Tut mir leid. Ich weiß, ihr würdet das gerne sehen, aber naja. Wir sind da aktuell ein bisschen zu ernst für, oder eher gesagt, unser Charakter ist ein bisschen zu ernst. Fifth River ist wahrscheinlich. Es sieht zumindest aus wie Whisky oder sowas. Mann, warum bin ich schon wieder müde? Ich bin noch vor ein paar Stunden erst aufgewacht, Mann. Is that you? Vielleicht. Weiß nicht, also. Wo kann man jetzt her? Kommen wir von hier vorne oder kommen wir von der anderen Seite? Wir kamen, glaube ich, von hier, ne? Ja, wir kommen von hier. Ja, ich bin in Ordnung. Ich möchte mich natürlich auch noch ein bisschen hier umgucken. Dass wir hier auch nichts verpassen und so. Da, dann. Guck mal, ein Krankenschwestern-Kostüm. Schön. Klassiker. Ich weiß nicht, ich mag die Musik hier aber nicht so, bin ich ehrlich. Die wirkt, ja, eher strange, oder? Als, ne? So, was ist das hier? Eine tolle Poster hier, oder Bilder, oder was auch immer. Ist moderne Kunst, Leute, ne? Ist ja klar. Das erkennt man wenigstens ganz gut. Wir speichern mal. Ist, glaube ich, ganz gut. So. Let me know when you want to move on. Jo. Let's go. Alright then. Come on. Come on, come on, turn your radio on. Mehr vom Text kenne ich nicht.
Da ich kein Radio. Klar. Weil wir sind sehr loyal unserer Frau gegenüber. Ist einerseits natürlich gut. Andererseits natürlich auch ein bisschen, naja, wenn die schon seit 3 Jahren tot ist. Aber gut, wir sind ja auch hierher gefahren wegen ihr, ne? Also ich verstehe schon, warum er da sehr loyal ist. Sag mal. Okay, ich dachte, wir kommen hier hoch. Nee, ist nicht so. Da drüben auch nicht. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wir haben wieder mehrere Wege. Einmal geradeaus, dann da hoch. Wie weit geht's denn hier geradeaus? Da geht's zum Beispiel nicht weiter, siehst du? Was möchte ich immer gerne in Erfahrung bringen? Wie sind denn hier überall solche komischen Wände mit so Türen? Das erinnert mich sehr an Dying Light 2, muss ich sagen. In so einer Apokalypse, dass sie da so quasi Zentren gebaut haben. So, zack. Again. Lass mich doch looten, Mann. Was hatten die Olle? Wenn ich hier Autoscheiben einschlagen will, dann ist es meine Sache, ja? Wenn ich Fernseher einschlagen will, ist es auch meine Sache. Und wenn ich normale Scheiben einschlage, ist es auch mein Ding, so, ja? Also, man muss da auch mal. Das ist ja wichtig. Da könnte ja Loot drin sein, ja? Was ist, wenn da auf einmal ein Raketenwerfer oder so drin ist? Was macht sie denn dann? Dann haben wir doch gewonnen. Okay. Muss aber erst ein bisschen inhalieren, ne? Ist ja wohl wichtig. So. Haben wir theoretisch wieder mehrere Wege. Was gefällt, weiß ich allerdings noch nicht. Ich guck mir jetzt bei ihr um. Again. Ja, lass mich meine Autos zerstören. Siehst du, hat's gelohnt. Ist nochmal. Das sind Patronen, ne? Das ist wichtig. Das hier. Das zu. Da kann ich aber auch nicht interagieren. Okay. Hier sind ein paar Hubwagen. Ist auch alles dicht. Hätten wir halt gleich wieder rum. Weil ich hier loote. Weil ich jetzt hier das Überleben sichere. Ja. Da geht's auch raus. Verdammt. Da gucken wir erstmal hinten um. Hier geht's glaube ich nicht weiter. Manchmal müssen wir auch ein bisschen Gewalt hier spielen lassen. Und was haben wir hier noch? Mich gedacht, es geht hier weiter. So. Hoffentlich tot, das Ding. Hat doch gelohnt. So, jetzt können wir weitergehen. Gut. Ich hätte echt gedacht, es geht da weiter, aber dann geht's wohl hinten weiter. Auch schön. Ich weiß gar nicht, also das Spiel geht so ungefähr, glaube ich, 14 Stunden. Wir sind jetzt in-game so ungefähr bei 5. Ich habe einen Snap bekommen, der mir egal ist. Okay, weiter geht's. Ja, man muss auch manchmal sein Überleben sichern, indem man Autos kaputt macht. Ist ja wohl wichtig. Daran wirst du dich gewöhnen müssen, wenn du bei mir bleiben möchtest. Wir haben schon wieder Lags, oh nein. Ich weiß actually nicht, woran es liegt, Leute. Also Task Manager ist nicht mal ansatzweise, ist irgendwas ausgelastet. Ich habe ja sogar die Grafik runtergestellt, das hat ja auch null Unterschied gemacht. Das ist immer in so Remaster-Teilen so und ich weiß nicht, woran das liegt. Ob es da irgendeine Einstellung gibt, die man machen muss. Es lag halt immer noch. Weil wenn du dann mal kurz ein bisschen, ein paar Minuten im Pause-Bildschirm bist, dann alles gut. Aber sobald du dann, wenn du es nicht machst, dann bist du halt fucked. Ich verstehe nicht ganz, woran das liegt. Ich pausiere mal kurz die Folge und dann geht's gleich weiter. Hä? Hier kann ich die Folge. Sehen wir mal, ob es jetzt wieder geht oder ob es wieder laggt.
Oh, ich hab meinen Sound kurz angemacht, stimmt. Alright. You think it'll stare back? Gucken wir mal, ob es jetzt lübt. Oh nein, wir haben schon wieder Lex. Warum denn? Darf ich auch mal bitte das Spiel weiterzocken? Das nervt. Bro, was soll denn das OBS? Mach mal nicht so einen langen, Alter. Jedes Mal. Ey, das ist doch... Warum immer, wenn ich Remastered spiele, Digga? Immer macht OBS Probleme, Digga. Ohne OBS läuft alles easy, flüssig, mit allen maximalen Einstellungen. Alles auf High, alles auf Ultra, Digga. Null Probleme, Digga. Dann machst du OBS an... Ganz, ganz tiefe FPS-Drops, Digga. Das nervt, Digga. Darauf habe ich echt langsam keinen Bock mehr, Digga. Das sollen die mal bitte gefixt kriegen, weil das nervt mich. Aber ich kann nichts ändern dran. Es ist einfach, was es ist. Das liegt einfach anscheinend nur an OBS. Ich würde es ja verstehen, wenn es vielleicht an, keine Ahnung, an der CPU oder an der GPU liegt oder so, aber nein. Da ist nichts ausgelastet, nicht mal ansatzweise. Das kann doch nicht sein. Verstehe ich nicht. Das Blöde ist, ich wollte mich eigentlich noch da drüben umgucken. Habe ich jetzt dadurch verkackt. That's it? A garden? There's a bit more to it than that. If you say so. I don't think I've been here before. Come on. She's just around the corner. She? Okay, mal gucken. Who is she? There's a story told around these parts. Kind of a local legend. It tells of a woman who was cast out. Sentenced to die on an island out on the lake. Oh. There was a man in town who fell madly in love with her. Oh. And every night he would sneak out. Oh nein, das ist Winzi, oder? Bringing her food and company. And every night she would stand there on the shore holding a lit candle to help him find his way. But this one night a terrible storm broke out. Oh nein. Caught him out in the open and it blew out the candle. Even in darkness, the man would not give up. He would not turn back. So he fought against the raging waters until finally the lake took him. They say even then, the woman never lost hope. She kept coming out at night, kept lighting the candle to bring her beloved home, to lead him to shore. Das ist eine schöne Geschichte. Not sure how much truth there is to it. It's probably just a fairy tale. Wer weiß. But she's become something of a local saint. Patron of undying love. Hence this place. She's not here. What? She's not here. And why would she be? I don't even remember this place. Ja, wir haben einen Versuch wert, oder? Also ich meine, du sonst gar keine Ahnung mehr hast. This was a mistake. I shouldn't have come here. Hey. It's okay. There's plenty of other places to look. We can still... Das hat sich einer Frau angehört. Come on. Vielleicht war das ja Mary. Okay, es gibt hier glaube ich wieder mehrere Wege. Wir gucken mal.
Kochkopf oder sowas. Das kann ich so gut. Sie will da runter, ich guck mich oben um. Ja. Im Kino war das, ja? Gucken wir gleich mal rein. Junge, bist aber schnell. Moment. Ha. Okay, wir müssen da rein, aber ich teste die Tür natürlich, weil wir sind ja dumm. Okay. Wir müssen also hier hoch. Easy. Oh nein. Mach doch auf, Junge. Maybe you better wait here. Okay. Not much of a movie fan anyway. Okay. Danke für die Informationen. Wir gehen mal rein. Ja. Be careful in there. Klar. Ja. Er hat ein Rohr. Er könnte einfach die ganzen Scherben hier noch rausragen. Kurz einmal so zit oben da. Was ist das Mädchen? Es gibt also mehrere Überlebende auch in der Stadt, ne? Hätte man gar nicht so erwartet sonst. Mhm. That's what everyone always says. Well, I guess people call me weird too. And they yell at me. Especially when I do something bad. Did you do something bad? You know, so the cops are angry with you? I don't know. Maybe. So, why don't you just say you're sorry? It always works for me. Ja, das funktioniert nicht so einfach, also. Nobody ever listens. Okay, die haben sich hier also im Kino eingesperrt. Irgendwie wir die Bullen verfolgen, aber es gibt hier doch gar keine Bullen mehr, oder? Also würde ich jetzt sagen. Aber die haben mich natürlich auch direkt gehört, was natürlich nicht so gut ist. Um unauffällig hier reinzukommen. Ich kann ja leider nicht aufmachen. Mir erstmal so ein bisschen grob. Oh Gott. Grob um, wollte ich sagen. Ich dachte, da geht's nicht rein. Aufs Klöchen. Mhm. Gucken wir mal, in welche Kabinen wir reinkommen, welche nicht. Und das ist ja, was denn hier passiert, Leute. Mann. Das ist ja wie jedes öffentliche Klo in Deutschland, Einfach nicht in Ordnung. Ach, machst du halt nichts, ne? Hier ist gar nichts. Danke dafür. Oder ist hier doch was? Ne, ich glaube. Ich glaube zumindest hier auf der Toilette ist gar nichts. Hier sind aber Patronen. Okay. So. Was läuft denn gerade? Artificial Sky. Okay. Weißt du, was ich nicht erwartet habe? Was denn? Cordella Stewart, Bertram Robards. Return to All Creek Bridge. Okay. I was here. Mhm. Gibt es hier denn bitte noch Popcorn oder so? Ich meine, ich frage für einen Freund. Nicht? Schade. Wo kommen wir denn jetzt her? Haben wir hier schon? Hier kommen wir her, okay. Digga. Tja. Ich sag mal so, da war jemand neugierig, was du willst. Das sind immer. Ah ne, hier sind nur neue. Guck mal, Non-Existence. Coming soon. Der ist also noch gar nicht draußen, der Film. Ich
Sonst ist hier aber auch irgendwie nicht so viel im Kino, ne? Das finde ich bisher noch nicht so viel. Oh, ein paar Patronen nehmen wir gerne mit. Hat sie dir geschrieben, ja. Da, 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 da. Ne, ne. Spiegelbild haben wir nicht, oder? Naja, gut. Die Taschenlampe hat ein Spiegelbild. Was hast du gesagt? Ja, dasselbe wie letztes Mal, aber. Naja. Hast ja gesehen, worauf es hinauslief. Dann können wir nur noch ins Kino gehen. Also in den Saal. Und das Mädchen ist weg. Aber er ist noch da. Oh, okay. Kleine Sequenz. Ach, das war Eddie. James. We met back at the apartment building. Yeah, I remember. Bro. I see that you didn't make it out yet. Yeah. I just didn't get around to it yet. At least you got your appetite back. Ist der Eiscreme, Digga? Are you alone here, Eddie? Was meinst du denn jetzt, Lady? Hell. That's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. Ach so, das meinst du, ja. Wer ist denn Eis im Kino mit der Hand? Mann! Das ist ein ekliger, Alter. Er hat gerade 5 Liter ausgekotzt und jetzt isst er im Kino Eiscreme mit, aus dem Eimer mit der Hand, Digga. Was ist denn mit ihm? Was ist denn mit ihm, Alter? Stimmt denn nicht mit dir? Who is that girl anyway? I don't know. All I know is her name. I swear. Didn't you want to go after her? Macher. Ja, weiß ich nicht. Vor allem noch Edbeer Eis. Ah, ist jetzt nicht meins. Also, ja. Nee, ist irgendwie. Nicht so meine Sohle. Gib ihm VIP. Ich bin als Mod-Kollegen. Bin ich ehrlich. Ist einfach Hans sein Vater, glaube ich, ey. Man guckt den Macher mal an. Bro, Alter, das ist so ein ekliger Typ, Digga. Willst du noch was machen? Nee, ne? Nee. Ist noch ein Saal? Noch ein Film? Mhm. Ist aber Hans Entertainment, Papa, Alter. Bist es du? Weiß nicht, ob es dein Vater ist. Hey, was war jetzt mit der Kamera los? Laura? Ich bin's. Der Psycho, der dich schon die ganze Zeit verfolgt. Laura. Laura?
Schon eine gute Idee, hinterher zu laufen. Was wollen wir eigentlich von ihr? Das ist ein Schreibtisch mit nichts und nichts. Hey, gar nichts. Toll. Kann ich hier sonst irgendwas machen? Wow, was haben wir denn hier, Alter? Das Filmarchiv oder was? Damn it, Bro. Da müssen wir wahrscheinlich durch. Jo. Zack. Hey! Warum rennt ihr weg von uns? Ich meine, sie kennen uns doch. Warum sind wir denn überhaupt so darauf verpicht, hier hinterher zu kommen? Irgendwie bin ich nach der Dusche so müde. Also ich nehme an, man merkt es. Also das ist schon crazy, Alter. Oh ne, jetzt laggt schon wieder, oder was? Was ist denn los? Das fuckt mich so ab, Digga. Ja, ich pausiere kurz die Aufnahme, es geht gleich weiter. Ich hoffe, das geht jetzt mal wieder weiter hier ohne Lags, weil das muss nicht sein. Der kam von oben, oder? Ich glaube ja. Oh Gott. Beruhig dich. Was ist hier? Ah, wir sind jetzt wieder unten, oder was? Da sitzt er noch und schlägt sein Eis. Oh Mann. Das ist bescheuert. Aber müssen wir jetzt hier wieder. Ne, hier kommen wir nicht mehr raus. Moment. Laura, stop! It's dangerous! Warte doch! Nicht hier rein? Ah, hier ist eine Scheibe. Ups. Maria? Was ist hier jetzt? Did you see a little girl? Yeah, I tried to stop her, but she went that way. We can still catch her. Okay, strange. Aber warum rennt sie hinweg? Die kennen uns ja schon. Da muss ein Fragezeichen. Im Krankenhaus ist ein Fragezeichen. Ich guck erstmal hier kurz rein, ne? Hier geht's nicht weiter gut. Oder nicht gut, oder was auch immer. Hier liegt aber Munition. Hat sich also gelohnt. Schön. I take that. Das ist zu. Das ist auch zu. Das ist auch zu. Das ist okay für mich. Dann weiß ich immer, da gibt's nichts mehr für mich. Aber wir werden eh schon das eine oder andere verpasst haben. Oh nein, leckt schon wieder. Was ist denn hier los? Ich verstehe das nicht. Soll ich denn das Game jemals durchzocken, wenn es immer anfängt zu laggen, Alter? Also, das bockt nicht. Mir ist so ein bisschen die Motivation auch mittlerweile weg. Was soll denn das? So, ich bin jetzt theoretisch gegenüber vom Hospital. So, was gibt's hier? So. Muss ja alles beschädigen, ja. Ich würde immer gerne durch diese Türen gehen, aber es geht nicht. Ich weiß, wir müssen ins Krankenhaus, ne? Keine Sorge, das gehen wir auch gleich hin. Aber kann ja sein, dass hier noch Munition oder so liegt und die würde ich ja natürlich gern haben. So, siehst du, hier liegt noch Munition.
Hätte ich sonst nicht mitgenommen. Vier Kugeln, das sind vier Kugeln, naja, also. Damit kann man zumindest schon so einen von diesen ekligen Viechern killen. Oder zumindest auch schon mal zwei von den Verletzten. Das macht schon einen Unterschied. So, dann gehen wir mal zum Hospital. Hier ist ein Krankenwagen. Kann ich denen auch die Scheiben einschlagen? Jawohl! Also. Ihr wisst, was ich meine. Da hinten liegt, glaube ich, noch was, oder? Ah, ne, das ist nur die Schrift auf dem Fass. Okay, I'm sorry. Mein Fehler. So, Maria, komm. Du musst hier lang. Du musst nur ins Krankenhaus rein. Ist das hier? Oh ja, Injektion. Schön. Sehr viel Heal noch. Wir haben 11 Heal insgesamt noch. Wovon 4 sogar, James, links sind. Spritzen. Brookshaven Hospital. Ey, das Krankenhaus. Geil. Und hat auch geschafft. Schön. Das Krankenhaus erreicht, Leute. Geil. Da vorne ist noch ein Auto. Liegt soweit nichts, aber Auto vielleicht. Also ich weiß, es gibt eine Achievement, wo man mit verschiedenen Waffen in einem Durchlauf Kills machen muss. Wozu auch das Rohr hier gehört. Und ich glaube auch eine Pumpgun. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall noch eine Pumpgun. Was noch, weiß ich jetzt nicht. Könnten wir nochmal nachgucken, aber vielleicht haben wir auch schon die eine oder andere Waffe verpasst oder kriegen die auch nur Green Plus erst oder so. Das weiß ich nicht. So, wir gucken erstmal, wir looten erstmal den ganzen Krankenwagen. Da ist zum Beispiel noch Medizin. So, zack. Bisschen Randale hier. Jetzt ehrlich, ich würde versuchen, einfach so ein Auto kurz zu schließen oder so. Warum muss ich hier mal laufen? Warum kann ich nicht fahren? Sind wir mal ehrlich. Oder da kann er nicht fahren. Weiß ja nicht, wie das geht, vielleicht. Oder sind alle Autos hier kaputt? Chill, Bro. Gehen ja schon rein, ey. Oh, ups. Gibt's hier einen Safe Point? Bestimmt. Ist bestimmt wieder wie im Apartment am Anfang. Oh, da ist die Shotgun, von der ich geredet habe. Oder? Die soll jetzt mindestens sein. Und Shotgun-Patronen. Okay, geil. Gut, dann habe ich uns ja jetzt nicht viel vorweggenommen. Ich würde aber sagen, das ist ein ganz guter Point hier, um ja, uns für die Folge zu verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, haut rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder weitergeht mit Silent Hill 2 Remastered. Ich hoffe auch wieder mal ein bisschen ohne Lags, weil das stört schon sehr. Vor allem, das stört auch den Gameflow, sag ich mal. Haut rein, mal zu, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.